Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ich werde von euch oft gefragt, worüber man sich dieses Jahr wohl noch so freuen werden kann in CS2, also update-mäßig. Da fällt natürlich immer wieder das Wort Operation, neue Maps und natürlich das anstehende Major. Womit wir tatsächlich dieses Jahr noch rechnen können, schauen wir uns jetzt an. Let's go! Naja, er hilft den Leuten und er hilft den Leuten und er hilft den Leuten. Was ja bereits feststeht, ist das kommende Major. Ende November geht es bereits los, das ist also nicht mehr lange hin. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wieder in Richtung Pick'em gehen können, ist, denke ich, extrem hoch. Das werden sie nicht einfach rausnehmen, dieses Feature. Beim letzten Mal war es so, dass man kostenlos die Pick'ems machen konnte. Ich denke, das ist dieses Mal auch wieder genauso der Fall. Am Ende wird man seine gewonnenen Tokens dann wahrscheinlich wieder, so wie die letzten paar Jahre eben auch, in Souvenirkisten stecken können, die man dann wiederum kostenlos aufmachen kann. Das bis jetzt Gezeigte wird zu 99,99% stattfinden, außer es brennt irgendwas ab in Shanghai oder sowas. Mit einer etwas geringeren Wahrscheinlichkeit, aber dennoch möglich, könnten neue Maps noch dieses Jahr erscheinen. Wobei das hier Gezeigte, Cache, die neuen Bilder von FMPwn, diese Map ist erst für 25 angekündigt, also die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht jetzt noch 24 erscheinen. Das hat er selbst vor einigen Monaten geschrieben, ich meine sogar, dass es fast Anfang des Jahres 24 war. Da hat er uns Bescheid gegeben, dass er zwar an Cache dran ist und die neuen Teile sehen auch sehr, sehr geil aus, aber er wird eben erst 25 damit fertig sein. Was aber stattdessen kommen könnte, ist Folgendes. Train wurde ja bereits im Announcement-Video zu CS2 gezeigt und seit Anfang von CS2 warten wir auf den Release von Train. Hier fühlt es sich so an, als könnte man eigentlich jederzeit mit dem Release dieser Map rechnen, obwohl wir dazu eigentlich überhaupt keine Informationen haben, so wie es zum Beispiel bei Cache der Fall ist. Aber eben gerade weil die Map direkt am Anfang bereits gezeigt wurde, also so ein bisschen, ja, mehr oder weniger gespoilert wurde, guck mal da, Counter-Strike 2, Train, lecker. Genau deswegen gehen eben viele davon aus, dass Train bald erscheint und möglicherweise eben noch dieses Jahr. Was aber mapmäßig noch viel eher der Fall sein könnte, ist Cobblestone. Hierzu hat man bereits Anfang diesen Jahres Texturen und Möglichkeiten gefunden, wie Cobblestone bald eingebunden werden könnte, und zwar mit Schnee. Und das würde ja jetzt schon zur Jahreszeit passen, also bald. Wenn das Major zu Ende ist, am 15.12. glaube ich, dann wäre es ja gar nicht so falsch, irgendwas mit Schnee anzufangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr noch neue Maps erscheinen, und jetzt im speziellen Fall Cobblestone, die liegt, würde ich sagen, bei so 50-50, also speziell für Cobblestone. Train, wie gesagt, viele glauben zwar, dass es bald kommt, weil es wurde am Anfang ja gezeigt, und so, aber dazu hat man, glaube ich, noch so gut wie nichts gefunden. Und Cobblestone war immerhin schon diverse Male, ja, in den Ausgrabungsstätten mit dabei von den ganzen Data-Minern. Ja, die haben da ja schon einiges zu gefunden. Falls ein Winter-Release von Cobblestone erscheint, dürfen die Hühner natürlich nicht fehlen. Im besten Fall mit Hühnchen, vielleicht Weihnachtshühnchen. Das wäre schon sehr sweet. Und zu guter Letzt die sehr oft gestellte Frage, Operation. Kommt da noch was? Wenn wir jetzt mal auf den Kalender schauen, dann ist das natürlich sehr knapp. Also wir haben jetzt, wie gesagt, Ende des Monats das Major. Das geht bis zum 15. Dezember. Und dann ist das Jahr ja eigentlich auch schon wieder vorbei. Jetzt habe ich euch natürlich schon sehr oft auf die Nase gebunden, dass die Operations ja mitunter sehr spät im Jahr kommen, beziehungsweise in Bereichen, in denen es noch kalt ist. Also zum Beispiel November, Januar, September, Dezember, Mai, naja, Februar und so weiter und so fort. Ich würde also sagen, so circa September bis Mai ist so der Zeitraum, in dem die Operations am ehesten erscheinen. Wir haben auch eine Juli oder eine Juli-Operation, aber sonst sind wir komplett in diesem Zeitraum September eben bis Mai. Natürlich muss man, um so eine Operation bringen zu können, eine vorbereitet haben. Und ich denke, das ist vielmehr der Knackpunkt. Nicht, dass das Jahr schon so weit vorangeschritten ist und oh, bringen sie das jetzt noch im Dezember oder dann doch eher im Februar. Ich denke, dass einfach immer noch Punkte am Hauptgame fehlen, die gemacht werden müssen, an denen wir gerade zu knabbern haben, wir Spieler wie auch die Devs. Und erst wenn das erledigt ist, macht es Sinn, überhaupt irgendwas Größeres dazu zu bringen, also contentmäßig. Das zählt natürlich auch für Danger Zone, das zähle ich einfach als Operation mit rein, beziehungsweise ich hätte es auch einfach Content nennen können. Also ein großes, sehr, sehr großes Content-Update wie eine Operation oder Danger Zone. Damit, denke ich, können wir erst dann rechnen, wenn das Main Game steht. Ich habe es im letzten Video und auch in dem Video, glaube ich, davor erwähnt. Die Jitter-Problematik, die Ping-Problematik, die FPS-Problematik und so weiter und so fort, das wird ja nicht besser, wenn wir uns in Danger Zone reinhocken und dann mit irgendwie 60 Leuten spielen oder sowas, dann wird es ja nur noch schlimmer. Also der Main-Weg muss noch getweakt werden und das ordentlich, bis diese ganzen groben Fehler weg sind. Und wenn man dann sagen kann, okay, 90% der Leute können in aller Ruhe spielen und die restlichen 10%, die haben besondere Systeme oder eine besondere Konstellation von ihrer Hardware, Software, wie auch immer, da muss man halt dann separat gucken. Aber wenn der Großteil oder 80%, ich weiß gar nicht, was so ein Wert ist als Dev dann bei dem Spiel. Aber wenn eben der Großteil normal spielen kann, erst dann werden wir ja mit was richtig Dickem rechnen können, denke zumindest ich. Natürlich lasse ich mich gerne von dem Gegenteil bezaubern, wobei wir dann
natürlich währenddessen, also während wir dann eine tolle Operation feiern, nach wie vor die Schreierei haben werden. Das, wie kann das so sein? Die machen Operation, aber es gibt immer noch so viele Cheater und ich habe voll Jitter. Cheater, Cheater klingt sehr ähnlich. Ich habe, keine Ahnung, FPS-Probleme, ich habe einen fetten PC und es leckt und was ist hier los, Hilfe. Dieses Geschrei wird logischerweise nicht leiser während Operation, wobei es auch generell nicht leiser wird. Also der Schrei um die Cheater, der wird immer da sein. Auch wenn gar keine Cheater mehr da sein sollten, werden immer noch zig Leute danach schreien, dass es so schlimm sei. Aber zurück zum Thema. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr noch eine Operation kommt, ist nicht bei null, aber ich denke, sie ist sehr gering. Also wir sind da wahrscheinlich bei so 10-15%, so plus minus. Ich selbst würde mir eigentlich auch eher wünschen, dass sie halt erstmal alles so mehr oder weniger zufriedenstellend hinklatschen und fertig ist der Lack. So irgendwie. Wobei jetzt aus meiner persönlichen Sicht eigentlich keine gravierenden Probleme sind. Also wie gesagt, wegen mir könnte man eine Operation machen. Ich habe in-game so gut wie keine Probleme, also weder Performance-Probleme noch Cheater-Probleme. Also für mich ist alles fein. Ich kann einfach gemütlich spielen, ihr seht es ja in den Streams und so weiter und so fort. Den einzigen Erzfeind, den ich habe, und der ist leider über Counter-Strike stehend, über allem, was ich online mache, ist mein Internet. Und dafür kann Counter-Strike nichts. Das ist eine Sache, die muss ich noch fixen, dass ich endlich Glasfaser kriege. Ja, soweit so gut. Ihr könnt natürlich sehr gerne selbst schreiben, womit ihr rechnet, wie eure Vorhersagen sind, was dieses Jahr noch so passiert, was noch passieren könnte. Und das wäre jetzt mein Wort zum Sonntag am Samstag. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, ich versuche im Moment wieder jeden zweiten Tag hochzuladen. Es ist jetzt stimmmäßig noch ein bisschen kacke. Ich bin heute irgendwie kratziger als gestern. Aber gut, wir haben auch lange gestreamt, Freitag auf Samstag. Aber ja, auch die Voice erholt sich wieder. Wir machen jetzt noch ein Giveaway. Wir hauen ein weiteres Würstchen raus, und zwar den Charm Pinch Assault. Wunderschön passend zur CS-Community. Das Teil könnt ihr gewinnen, indem ihr folgendes in euren Kommentar hinzufügt. Und zwar, was ist für dich der Maximalpreis für die kommende Operation? Wenn sie denn dann mal da ist, wie hoch darf der Preis dann sein? Die letzte war, glaube ich, bei 14,99 € gestanden. Die war auch, würde ich sagen, vollkommen in Ordnung, so vom Preis her. Ich persönlich als Spieler würde sagen, 20 € wäre eigentlich so das Maximum. Wobei bereits sich 20 fast zu viel anfühlt. Alles unter 20 ist irgendwie angenehmer. 17,99 €, meinetwegen 19,99 €. Aber ab 20 wäre es irgendwie komisch. Alles darunter fände ich noch in Ordnung. Als Creator wiederum, also auch wenn die 40 € kostet, würde ich es natürlich kaufen, um Videos drüber machen zu können. Aber ja, ich finde, unter 20 ist noch in Ordnung. Ab 20 wird es dann wirklich verschissen irgendwie. Außer die Operation würde irgendwas bieten, was die Operations davor nicht geboten haben. Aber davon gehen wir nicht aus. Also wir sagen einfach, es ist maximal so gut wie die beste Operation, die es gab in der Vergangenheit. Haut in die Kommentare, dann seid ihr wie gesagt automatisch beim Giveaway mit dabei. So, dann ziehe ich jetzt durch und wir sehen uns am Montag im nächsten Video oder am Dienstag im nächsten Livestream ab 18 Uhr. Und denkt dran, nächste Woche ist das Knife Giveaway offen. Nächste Woche gibt es für euch dann die Shadow Daggers. Dienstags, donnerstags und freitags. An jedem Streamtag ist es offen, damit auch die, die nur an einem Tag Zeit haben, rein können. Also kommt vorbei und macht mit. Der Link ist in der Videobeschreibung. So, und das war's dann jetzt. Wie gesagt, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Haut da rein, danke fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes. Bis dann, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.